Hallo Internet, ich bin heute bei Parker in Bielefeld und ich habe gehört, die haben eine neue Galvanik. Was das sein soll, schaue ich mir jetzt mal genauer an. Bei mir ist jetzt Herr Hustert, er ist hier der Bereichsleiter Innovation und Technologie. Herr Hustert, Parker hat, wie ich sehe, hier relativ viel investiert in den Bereich Forschung und Labore. Was hat es damit auf sich? Dieses Labor ist hier in Bielefeld bei der High Pressure Connectors Division Europe entstanden bzw. gebaut worden mit der Zielstellung, an Oberflächenbeschichtungen zum Thema Korrosionsschutz und Montageoptimierung zu arbeiten. Was haben Sie jetzt hier alles am Standort? Ich sehe da hinten ein Labor. Ich habe was von einer Galvanik gehört. Aus was besteht im Prinzip jetzt Ihr Forschungsbereich hier? Was wir hier getan haben, ist eine Versuchsgalvanik zu bauen, die im Kleinmaßstab die Produkte bzw. die Produktion für unsere Produktionsmaschine vorbereitet. Dort findet im Prinzip der Übergang zwischen Bechergalvanik und Produktionsmaßstab statt. Und um das zu unterstützen, haben wir noch in Labortechnologie investiert, wo wir alle Dinge, die man im Zusammenhang mit Korrosionsschutz und Galvanik untersuchen kann, auch hier im eigenen Haus untersuchen können. Kann ich mir diese Galvanik eigentlich mal genauer anschauen? Selbstverständlich, die zeigen wir Ihnen gerne. Da würde ich sie aber in die Hände von Herrn Dr. Philipp Wagner übergeben. Der ist an der Stelle genau der richtige Mann, um Ihnen das nahezubringen. Bei mir ist es der Herr Dr. Wagner, der ist Leiter des Metal Innovation Centers. Was wir hier hinten sehen, schaut für mich ein bisschen aus wie eine Galvanik. Ist es das wirklich? Ja, das ist eine Galvanik. Eine Galvanik in klein, das ist nämlich unsere Technikumsanlage. Hier versuchen wir quasi den Geburtshelfer für neue Oberflächentechnologien zu spielen. Das heißt, es gibt viele, viele Chemie, die funktioniert im kleinen Maßstab ganz hervorragend. Die Herausforderung besteht aber darin, das Ganze im Produktionsmaßstab, der sich üblicherweise so im Bereich einiger Tausend, wenn nicht sogar 10.000 Liter beschäftigt, in Funktionieren und ins Laufen zu bringen. Unsere Beckengröße bewegt sich hier so um die 100 bis 300 Liter. Sprich, wir sind deutlich größer als das Becherglas, aber noch eine ganze Ecke kleiner als die Produktion. Das heißt, wir nehmen jetzt die Chemie, wie wir sie zusammen mit unseren Partnern entwickelt haben, bringen sie jetzt in den größeren Maßstab und können jetzt hier tatsächlich sehr produktionsnah Versuche fahren. Das heißt, wir beschichten hier reale Teile, sowohl am Gestell als auch auf der Trommel und haben ansonsten auch sehr, sehr reale Bedingungen, das heißt normale technische Chemie. Wir sind von den Bedingungen sehr viel näher an der Produktion als am Labor. Im Bereich Forschung kann man immer kurzfristig sich was überlegen für die nächste Produktionsrichtung oder eher langfristig. Woran arbeiten Sie hier? Wir versuchen das wirklich auf vielen Ebenen zu begleiten. Das heißt, wir haben einen langfristigen Plan. Wir nennen das Ganze unsere Roadmap. Das heißt, wir versuchen herauszufinden, zusammen mit den Kunden, zusammen mit unseren Kundenbetreuern, was sind die Anforderungen und Wünsche des Kundens, nicht nur heute, sondern meinetwegen auch in 10 Jahren. Und dieser lange Zeitraum, der gibt uns halt die Gelegenheit, dass wir passgenau für jeden von diesen Wünschen ein Projekt starten können und dann nicht nur einmal mit einem Bang eine Oberfläche auf den Markt werfen, sondern kontinuierlich nach und nach verschiedene Features oder Wünsche der Kunden zu begleiten. Okay, das hier schaut jetzt nach Labor aus. Was haben wir denn hier alles? Ja, das ist unser Analyse- und Oberflächenlabor. Hier haben wir alles an Oberflächentechnik, Analysemethoden versammelt, was derzeit Rang und Namen hat. Das heißt, wir haben hier eine breite Auswahl an bildgebenden Verfahren. Wir haben Mikroskope, wir haben entsprechende Probevorbereitung für die gesamte Mikroskopie. Wir haben physikalische Messverfahren, sei das jetzt Röntgenfluoreszenz oder andere Verfahren. Wir haben chemische Messverfahren, Impedanzspektroskopie und vieles, vieles mehr. Aber das Kernstück sind natürlich heutzutage immer noch die Korrosionsprüfgeräte und die können wir uns da hinten einmal kurz angucken. Ja, wir sind hier bei unseren Korrosionsprüfgeräten. Ich denke mal, den klassischen Salzsprühnebeltest, den wird jeder kennen. Sprich, ein einfaches Verfahren, um die Korrosionsbeständigkeit zu prüfen, hat nur einen Nachteil, hat mit der Realität nichts zu tun. Das heißt, wir können aufgrund der Aussagen aus dem Salzsprühnebeltest, können wir nicht sagen, wie lange die Teile beim Kunden halten. Das kann niemand. Man darf nicht vergessen, das ist ein reiner Qualitätstest. Es gibt Ihnen keine Aussage über die Realität. Dafür haben wir andere Geräte. Das ist zum Beispiel hier der Klimawechseltest. Das ist eine besondere Abart von dem Salzsprühnebeltest, wo Temperatur und Luftfeuchte zyklisch variiert werden. Wir haben andere Sprühbedingungen und mit solchen Tests können wir nun relativ gut die Realität abbilden und dem Kunden halt auch eine,
Informationen oder ein Gefühl dafür geben, wie lange die Teile denn tatsächlich in seiner Anwendung halten. So, ich muss sagen, Labor und Galvanik waren wirklich spannend. Muss man sagen, da haben sie wirklich was Gutes hingelegt. Gefällt mir. Ja, aber das ist nicht alles. Wir haben nämlich in dem Zusammenhang noch eine weitere Investition getätigt. Im Zuge dieser Baumaßnahme, die wir schon kennengelernt haben, haben wir nämlich in ein Training Center und in eine High Pressure Academy investiert. Das müssen Sie sich vorstellen als ein Vorlesungssaal, der ungefähr 80 Leute fasst. Dort können wir Kundeninformationen durchführen oder auch Universitäten und Schulen einladen, um mit uns zu diskutieren. Hier sind wir jetzt gerade im Training Center. Hier können Sie unsere Produkte live kennenlernen, erfahren und wir können Ihnen beibringen, wie diese richtig anzuwenden sind.